Und dann können wir weiterziehen. Hier sind ja auch ein paar Winterwachtelfen. Könnten ein paar mehr sein, als gut für uns ist. Das ist ein Hinterhalt! Linien müssen halten! Wir werden angegriffen. Okay. Ich bin schon weg. Das ist ein Hinterhalt. Werden angegriffen. So, die Weghumpel, die kriegen wir vielleicht noch. Oh, da kommt uns schon wieder ein entgegengelaufen. Dann halten, Männer! Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! Runenkrieger zu mir! Vorsicht, Gegner! Das finde ich nicht gut. Wir werden angegriffen. Warten wir mal kurz einen Moment. Wir haben sie schon mal ein bisschen dezimiert. Vor allem warten wir, dass Unterstützung mal wieder abgeklungen ist. Das könnte nämlich die beiden auch ein bisschen heilen. Vor allem, weil sie sich ja auch selber heilen. Und ja, ich weiß, dass ich eigentlich die Elfen hier nicht töten müsste. Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! Ja, wie gesagt, alles, was Erfahrungspunkte bringt. Linien müssen halten. So, mal gucken, ob ich nur die Eismagierin hinter mir herkriege. Ja. Linien müssen halten. Gut. Das ist ein Hinterhalt. Jetzt ist es wirklich nur noch eine Schwertmeisterin. Dann halten, Männer! Ah!
Und ja, die Elfen dahinter scheinen friedlich zu sein. Oh, da ist eine Patrouille übrigens. So, ich kann die Beine eigentlich mal manuell heilen. Wenigstens ein bisschen. Da gucken wir mal, was hier hinten noch so ist. Ob hier überhaupt irgendwas ist. Außer ein paar Kriechern da unten. Oh, ein paar vielen Kriechern. Runenkrieger zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Okay, ihr beide könnt euch mit den beiden vergnügen. Ihr macht ja nicht mal viel Schaden bei den zwei. Runenkrieger zu mir! Okay, die Kriecher machen auch bei mir nicht viel Schaden, muss ich sagen. Die Linien müssen halten! So, dann können wir hier durchgehen und wir sind bald schon Level 8. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, da war ein Goblin noch da dazwischen. Was auch immer der dort gemacht hat. Ihr beide seid recht gut geheilt. Feuerdiener, vernichtet sie! Linien müssen halten! Okay. Wir werden angegriffen! Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! Runenkrieger zu mir! Ja, wenn die beiden nicht gerade zaubern, sind sie eigentlich nur noch, Standhalten, Männer! Schaden fressen da. Das ist ein Hinterhalt. Ein Achat. Okay. Da ist sogar ein Questgeber. Zwischen den Orks. Gucken wir mal. Verwanzter Pestlurch, widerliche Moderkröte. Danke, Dwarf. Sprecht ihr mit mir? Stinkender Schlammkraucher, Unfrosch ekelhafter. Wovon redet ihr überhaupt? Der Wumpus, eine riesige Giftkröte, hat meinen Bruder verschlungen.
Meint ihr das Tier, von dem ich diese Zunge erbeutet habe? Die Zunge des Wumpus. Mein Bruder ist gerecht. Endlich. Hier, nehmt dies als Entlohnung. Level up. Ein Akolytenstab und... Oh, eine Buntmünze. Akolytenring. Oh. Und eine Mondmünze, ja. Und ein Level up. So, Punkte hier rein. Barbarenhelm könnte ich aufsetzen. Naja gut, da wir Intelligenz nicht so sehr brauchen im Augenblick. Kann man eigentlich auch... Ja, man könnte auch theoretisch schwere Waffen dual-wielden. Und ja... Jagd auf den Wumpus. Kongas Bruder wurde in den Sturmfelsen von der Riesenkröte Wumpus verschlungen. Konga hat ihn nicht gerecht, da ein lahmes Bein ihn ans Lager fesselt. In den Sturmfelsen haust die Riesenkröte Wumpus. Findet und bezwingt sie. Konga verlangt ihre Zunge als Beweis. Bringt Konga den Beweis, dass sein Bruder gerecht ist. Ihr findet ihn im Orklager in Miratur. Ja, haben wir gemacht. Wir sollten auch den Felsen mal... So. Ganz ehrlich, er ist auch nicht besser als jeder andere Händler. Ja, kommt den hier auch noch. So. Ich habe doch hier alles markiert zum Verkaufen. So, jetzt sind wir das Zeug los. Bessere Heilzauber, der da. So, okay. Du verkaufst Zeug. Nur nicht wirklich was für mich. Du verkaufst Waffen. Kaufst Questgegenstände? Habe ich das richtig gesehen? Nee, nicht du. Du. Was verkaufst du? Knochenschnitzermesser. Okay. 31 Gold. Nee. Aber ja, Nachtfang. Gegen das Barbarenschwert getauscht. Ist ja schon mal ein schöner Anfang. Und du hast auch nur Zauber, aber solche, die mich nicht interessieren. Gut.